Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial in EEP. Ja, ich bin mal vor längerer Zeit in einem Kommentaren gefragt worden, ob ich nicht mal aufzeigen könnte, wie man zum Beispiel einen Tunnel bzw. Portal mit einem Berg oder bzw. durch einen Berg aufzeigen könnte. Das Ganze wollen wir also heute mal angehen. Dazu gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Als erstes Mal gibt es also hier von LW1 hier, das sind noch 7er aus der Version 7 noch Modelle, einmal als zweigleisiges Tunnelröhre oder aber auch einseitige, wo haben wir sie? Da. Nehmen wir uns den mal und dann suchen wir uns den mal hier raus. So, da. So, den ziehen wir uns also jetzt mal hier so hin. Objekteigenschaften nehmen wir mal 180 Grad. Das spielt eigentlich jetzt im Moment keine so große Rolle. So. Müsste eigentlich passen. Fangen wir mal hier an. So, dann gehen wir in die 2D-Ansicht rein. Wo haben wir es? Da. Und dann sagen wir einfach mal vorwärts. So. Dann bauen wir jetzt hier mal einen kleinen Bogen rein. So, einmal nochmal vorwärts. So. Okay, damit habt ihr eigentlich schon die erste Seite einer Röhre aufgebaut. Das Ganze geht natürlich jetzt gleich weiter, indem ich einfach alles markiere. Einmal nach links, einmal umkehren, 4,50 Meter. So, und schon habe ich eine fertige Röhre. Jetzt müssen wir uns also hier vorne noch ein Gleis ansetzen. Dazu nehmen wir uns mal das Gleis von TD1. Nehmen wir mal, wo haben wir es? Ein Gleis da. Ja, ist egal, nehmen wir das einfach jetzt mal. Spielt jetzt keine Rolle. So, das setzen wir da an. Dann gehen wir noch einmal vorwärts. Und auch hier gehen wir hin, markieren uns die zwei, einmal nach links umkehren, fertig. So, damit haben wir das schon mal soweit aufgebaut. Den Untergrund werden wir also jetzt entsprechend noch mit Erde bedecken. Halt. So. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Eigentlich egal. Gut, so, damit haben wir das auch. Jetzt müssen wir natürlich ein Portal haben. Dazu gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, entweder nämlich ein gleisbezogenes Portal oder ein Portal als Immobilie. Suchen wir uns auch hier mal was raus. Ja, da, da. Hier haben wir es mal. Aber nichts. Hier habe ich noch ein, na, nehmen wir das hier mal breit. So. Das ist eine Immobilie. Die suche ich natürlich jetzt auch als Immobilie. Da haben wir sie.
Zack, das nehmen wir erstmal wieder weg. Dann drehen wir uns das Ganze mal. So. Und schieben uns das hier so heran. Ihr seht also jetzt, hier gibt es schon also eine kleine Unebenheit. Das heißt also, rechts und links gehen unsere Tunnelwände nicht ganz heran. Das heißt also, ich schiebe mir das Ganze dann so ein bisschen weiter zurück. So. So ungefähr. So, dann nehme ich also Folgendes. Dazu gehen wir noch mal hier rein und suchen uns einmal Gleis Schotter aus. So, dann nehmen wir mal das Dunkle. Nehmen wir das. Das finden wir auch unter den Splines. So. Dunkelgrau, zack, da haben wir es. Das Ganze machen wir mal etwas kürzer. Gehen wir mal auf 20 Meter. Schieben uns das so hoch. Halt, so nicht. Einmal so rum. So. Ah. Komm. So. Na. So rum. Und dann schieben wir uns das an die Kante hier heran. Das nehmen wir mal weg, das Fenster. So. Einmal. Halt. Na, wo haben wir's? Ja, manchmal ist das mit dem Gizmo so eine Geschichte. Ah, nehmen wir den so hier hin. So, dann schieben wir uns den hier ran. So, damit habt ihr also den hellen Spalt ausgeblendet. Das Ganze müsste natürlich jetzt hier oben und rechts auch gemacht werden. Können wir ja mal eben noch machen. Einmal. So, zweimal. Und dann müssen wir das Ganze noch mal kopieren. So. Und dann andersrum drehen. Einmal hoch und dann schieben wir uns den jetzt hier ran. Dann ziehen wir uns das hier runter. Wo sind wir? Da. So. Und dann einmal hoch. Und schon haben wir auch das soweit eingebaut. Gut.
So, damit habt ihr eigentlich schon die Tunnelröhre bzw. das Portal aufgebaut. Man muss jetzt diesen Schotterplatten nicht unbedingt da reinsetzen. Man kann es natürlich machen, um die Fahrt, sage ich jetzt mal hier, da müsst ihr noch ein bisschen sogar weiter runter. Jetzt muss man den wieder erwischen hier. Kann aber auch hingehen, auf Editieren gehen. Ja. Und dann so rum, ne? Okay. Jetzt ziehen wir uns das noch ein bisschen hier hoch, so. Und damit haben wir auch das eingebaut. So, wie gesagt, jetzt habt ihr also die Tunnelröhre, je nachdem wie sie verläuft, aufgebaut und auch gleichzeitig das Portal aufgestellt. Jetzt muss das Ganze natürlich hier angehügelt werden. Das heißt also, wir brauchen ja jetzt einen Berg, damit also unser Portal mit der Tunnelröhre auch eine Berechtigung hat. Dazu gehen wir also unter die Landschaftsgestaltung. So, dann gehen wir mal hier einmal in Groß rein, einmal in der Stärke. Ich gehe so ungefähr auf die Mitte. Je nachdem, wie ihr das Ganze behandeln könnt, könnt ihr entweder höher gehen oder aber auch niedriger. Dann nehmen wir uns hier oben mal den Hügel. Und jetzt fangen wir also an. Stopp, da habe ich noch was vergessen. Wir wollen natürlich jetzt die Gleise, wollen wir natürlich frei halten. Dazu werden wir uns die auch sperren. Müssen wir noch mal kurz hier kleiner machen. So. Zack. So. Dann muss ich hier auch noch einmal rüber. So. Okay, jetzt können wir also hingehen. Einmal den Hügel. Einmal. Und fangen jetzt an, uns hier einen entsprechenden Berg zu bauen bzw. uns über diese Tunnelröhre zu setzen. Wer firm ist in diesen Geschichte der Anhöhung, kann natürlich auch in der Intensität höher gehen, also in der Stärke. Jetzt geht das natürlich ganz schneller. Ihr seht es schon. Und natürlich muss der Berg auch eine Berechtigung haben. Das heißt also, es nützt jetzt nichts, wenn wir hier nur einen kleinen Hügel über unsere Tunneleinfahrt machen, sondern da muss also auch schon was ersichtlich sein. Und so kann man das Ganze jetzt hier ein bisschen fortführen. Wir werden das Ganze noch ein bisschen kletten. Ja. Eigentlich ist das mit diesem so. Und wir werden das Ganze dann eingrünen. Dazu nehmen wir mal hier die Alm 01. Ja. Und gehen etwas kleiner. So. Erstmal ganz grob. Gut, so, dann werden wir unsere Blockierung hier wieder herausnehmen. Und jetzt seht ihr natürlich schon, dazu gehe ich noch mal eben kleiner hier. Ja, da gehen wir mal auf die Größe 3. Da jetzt seht ihr schon, haben wir natürlich hier hinten den Berg im Tunnelportal zu sehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kann das Ganze, dazu gibt es ein, ich glaube, das ist sogar ein kostenfreies
Modell gucken, ob das jetzt hier so auf die Schnelle finde. Ah ja. Ja, das kann also hier eine Tunnelblende, die kann man einsetzen. Dann oder beziehungsweise hier gibt es auch noch mal andere Tunnelblenden, die werden also dann reingesetzt. Dann ist das Ganze schwarz. Oder aber man kann aber auch hingehen und jetzt hingehen unter der EEP Zubehör. Das heißt also, ich gehe im Landschafts- beziehungsweise im Geländebaumodus, suche, gehe hier in den Ordner. Wie nennt sich der jetzt, glaube ich, EEP Zubehör? Wo haben wir ihn? Da, EEP 7 Zubehör. Und da habe ich also den Tunneldurchbruch, den aktiviere ich einmal. So, und dann zack, nehme ich das weg. Jetzt habe ich also hier einen klaren Durchblick. Die Stellen, die natürlich hier unten blank sind, die müssen wir uns also verdecken. Dazu gehen wir in die Gleisschotter und suchen uns mal zweigleisig dunkel, nehmen wir das mal. Auch hier wieder unter den Splines. Ring V, so in dunkel, einmal, dann drehen wir uns das Ganze, so, in der Länge gehen wir ruhig auf 20 Meter, das reicht eigentlich, und schieben uns das hier dann hin, so. Reicht nicht ganz. Halt zurück. Dann müssen wir das Ganze ein bisschen verlängern. So. Und dann können wir hier in der Breite natürlich auch noch was machen. So. Und noch ein bisschen. So. Okay. So, damit habe ich also schon mal diese Stelle hier auch verdeckt. Jetzt müssen wir natürlich noch ringsrum, müssen wir natürlich auch noch was machen, damit das Ganze auch optisch ein bisschen stilechter ist. Das heißt also, wir werden uns jetzt hier mal das Ganze mit Felsen, so, mal gucken, was wir da haben. Klippe, nehmen wir das mal. Das waren Landschaftselemente. Da haben wir sie. Ja. So, die schieben wir uns also jetzt mal einmal hier hin. So. Dann müssen wir uns das Ganze noch mal kopieren und dann so, setzen wir uns das mal so hier ein. So. Jetzt kann man natürlich hingehen, das Ganze auch auf der anderen Seite noch hinsetzen. So, hier können wir auch noch ein bisschen weiter reingehen. Da muss ja nicht alles gleich sein. Und dann nehmen wir uns den nochmal. Den schieben wir uns so hier hin. So. Einmal.
Und dann geht es noch ein bisschen in die Höhe. So. Ein bisschen hier rüber. So. Ja, und damit habt ihr also hier einen Grund, warum hier also ein Tunnelportal mit dem entsprechenden langgezogenen Tunnel dran ist. So, das Ganze muss man natürlich jetzt noch weiter ein bisschen dekorieren. Dazu gehen wir mal halt da nicht. Ja, okay. Wir wollen ja hier rein. Dann holen wir uns mal eine Buschreihe. So. Mal gucken, was wir hier finden. Nehmen wir die mal. Auch ein Landschaftselement. So, da haben wir sie schon. Dann setzen wir uns die jetzt mal hier so hin. Das setzen wir noch dahin. Dann machen wir den da auch noch mal. So. Gut. So, jetzt können wir uns das Ganze alles noch mal. Der nicht, aber der. Dann können wir uns das hier so hinsetzen. So. So. Und dann müssen wir das natürlich, dass er jetzt hier in der Luft steht. Das müssen wir noch ein bisschen kaschieren. Da kann man aber auch jetzt hier noch mal ein bisschen den Berg anheben. Oder aber man geht folgendermaßen hin. Nehmen wir mal eine Baumgruppe. So, nehmen wir die mal. Die setzen wir uns jetzt hier so hin. So. Haben wir drin. So, ne? Genau. So. Hier im Einfahrtsbereich, da gehen wir mal hin und suchen uns noch mal hier, so, zack, so. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Wiese dazu, so. Und auch hier seht ihr so kleine Stellen, wo der nicht weit genug runterkommt, der Felsen. Da kann man das Ganze, oder auch hier im unteren Bereich, da kann man aber auch noch mal hingehen, den ganzen Felsen etwas herunterziehen. So. Oder aber wir gehen hin, Landschaftselemente. Da müssen wir jetzt noch mal eben kurz hier bei Unkraut, habe ich schon drin oder noch drin. So, Achtergruppe, das ist die, zack. So. Dass man also jetzt hier sich das Ganze mit ein bisschen Unkraut
noch gestaltet. Dann brauchen wir noch mal einen Busch. Gucken wir noch mal eben. Auch hier nehmen wir mal den von RE1, das ist die Kulisse. Ja, auch ein bisschen Gras, Unkraut noch hier überall hin. Dann, wir wollten ja wegen dem Busch nachsehen. Da haben wir einen Sommerbusch von RE1. Nehmen wir mal einen etwas größeren. So, zack. So. Objekteigenschaften, den skalieren wir uns. Okay. So. Und setzen uns den hier hin. So. Dann haben wir also das soweit fertig. Jetzt könnte man noch hingehen und sucht also eine. Die Birken wachsen ja auch überall. Ja. Setzen uns hier noch ein paar Birken hin. Gut. Ja. Dann eine Gleiswege. Halt, einfach Gleis. So, da habe ich noch eine Gleisvegetation als Dreieck. Auch die kann man sich dann noch hier hinsetzen. Also da bleibt natürlich der Fantasie keine Grenze. So. Ja, damit habt ihr also eure Tunneleinfahrt aufgebaut. Schauen wir uns das Ganze mal so ein bisschen aus der Ferne an. So sieht es also jetzt aus. Das Ganze kann man natürlich noch weiter mit Grün begrünen. Hier würden ja jetzt die Gleise weiterlaufen. Noch ein paar an der Seite, Baumstämme oder was auch immer, kann man also auch noch hinlegen. Und damit habt ihr eure Tunneleinfahrt aufgebaut. Das gleiche müsste man natürlich jetzt auf der anderen Seite auch machen oder so ähnlich. Ja, man kann also auch die Felsen weglassen, dass man also nur das Ganze skaliert mit den Bergen. Da kommt es aber darauf an, welche Anlage habt ihr und welche Knotenpunkte sind dort vergeben. Ich hatte ja mal ein Tutorial gemacht über Knotenpunkte. Das heißt also, je größer die Anlage ist, umso weniger Knotenpunkte habe, umso geringfügiger kann ich also die Feinarbeiten machen. Gut, ich hoffe, ich konnte denjenigen oder diejenigen helfen, was aufzuzeigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis dahin, tschüss, euer Heinrich.